Willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich bin wieder in meinem Auto unterwegs, habe Mike hinter der Kamera dabei und wir sind jetzt auf dem Weg gerade zu David, denn wir haben heute was vor, was nicht so ganz typisch ist für einen Autokanal, oder? Ja, nicht wirklich, ist noch was anderes. Also, viele von euch haben mich mal gefragt oder in der Vergangenheit ist das Thema immer wieder aufgekommen, vor allem, weil ich ja auch mit David jetzt ein bisschen mehr mache, ob ich nicht auch Motorrad fahre. Und ich habe aktuell keinen Führerschein, aber ich habe noch ein Motorrad, denn ich bin früher Motocross gefahren und das Bike oder eins dieser Bikes, das ist so, ich weiß nicht, wann ich das hatte, irgendwie mit 13, 14 vermute ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, es ist eine Kawasaki. Was es ist, schauen wir uns nachher nochmal alle zusammen in Ruhe an. Wir fahren jetzt aber wie gesagt erstmal zu David, weil wir natürlich seinen Bus brauchen, um das abzuholen. Das Motorrad steht seit echt knapp 10 Jahren in einer Werkstatt in Ellerbeek, also nördlich von Hamburg. Und da fahren wir jetzt hin und gucken einfach mal, in welchem Zustand das Bike ist. Vorher will ich aber noch eins sagen, denn ich würde gerne eure Fragen beantworten. Und zwar live hier bei YouTube. Und dementsprechend möchte ich euch bitten, kommentiert fleißig unter jedem Video. Ich schnapp mir immer vom neuesten Video die ganzen Kommentare und baue die dann mal in meine neuen Videos ein. Ich bin gespannt, wie das funktioniert und ob ihr überhaupt Fragen stellt, denn aktuell die Größe des Kanals gibt es nicht her. Ich habe ja noch keine 1000 Kommentare unter einem Video. Insofern hoffe ich, dass ihr fleißig kommentiert und dann grüße ich euch oder ihr stellt mir eine Frage, ich beantworte es. Egal was, welches Thema, haut's rein, wir suchen die Fragen raus und beantworten das. Jetzt geht's aber erstmal zu David in die Garage und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder und jetzt ist David auch endlich dabei. Ne? So sieht's aus, mein Lieber. Einen schönen guten Morgen. Hast du ausgeschlafen? Ja, fast. Also ich habe 7,5 Stunden geschlafen, was gar nicht so schlecht ist. Ich wollte eigentlich 8 Stunden schlafen, aber 7,5 ist auch okay. Ich habe gestern Abend eine Story von dir gesehen, da hast du schon gepennt. Also bei Sören. Oh, fuck ja. Ich war gestern nach dem Asia-Besuch sehr müde. Zu viel gegessen. Aber darüber wollen wir nicht zu lange reden. Wir wollen mal schauen, dass wir jetzt endlich das Bike abholen. Und David hilft mir netterweise. Deshalb nehmen wir nämlich deinen Bus, weil mein Bike passt nicht in mein Auto. Und es ist scheiße, wenn man das hinlegt zum Transportieren. Du weißt das wissen. Dann läuft alles aus, dann hast du den Salat und dann hast du ein Jahr lang Benzingeruch im Auto. Deshalb fahren wir heute ein bisschen Bangbus, ne? Bangbus, ja genau. Geil. Der hat schon 210.000 Kilometer gebankt. Lass mal also zur Seite gehen, dass man nochmal sieht, weil der ist nämlich richtig geil poliert. Ist schon ein schniekes Ding, oder? Geil. Ah, hier, schönes Logo drauf. Natürlich, hier geht's steil. Guck mal, wollen wir nicht vergessen. Seht ihr das? Seht ihr das? Boah. Jetzt kann man das sehen. Jo. Sieht man das? Ist ähnlich wie mein Branding hier am Makan, ne? Oh, weil das die Nachbarn sehen. sehen sie nicht. Okay, geil, aber lass uns mal einmal noch, ich will nämlich noch mal ganz kurz hier einen Blick auf, du hast hier neben dran noch ein paar Bikes stehen. Ein paar Bikes sind nicht alle von dir, ne? Ja, du hast gerade schon gesagt, als die Kamera noch nicht an war hier, das Ding willst du unbedingt mal Probe fahren. das ist so mein geil. Peugeot Speedfight, sogar standardmäßig mit Handyhalterung, was ziemlich geil ist. Ich habe jetzt leider nicht den Schlüssel dabei, sonst könnten wir das Teil mal anwerfen. Ist aber Zweitakt, also hat noch ein bisschen Sound und ja, ist ein mega Ding. Also wenn du mal einkaufen gehen willst oder... Du warst damit bei Mc's, ne? Bei Mc's und bei Edeka. Und da habe ich hier, pass mal auf, das nehme ich hier so Haken. Hier. Da habe ich 4 Einkaufstüten dran gehangen. Das hat gehalten. Heftig. Aber das interessiert mich alles noch ein bisschen mehr, weil ich bin nie Motorrad auf der Straße gefahren. Ich habe es vorhin schon erzählt, ich habe nämlich keinen Führerschein. Aber ich bin früher Motocross gefahren und das ist wirklich schon 10, fast 15 Jahre her, würde ich sagen. Und krass, deshalb finde ich, wie die Zeit fliegt. Ne? Ja. Deshalb, ich feiere das auch, das Bike, wenn wir uns das nachher mal angucken, es ist wirklich klein. Ne? Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, ich habe es auch lange nicht gesehen, es ist aber gefühlt so groß. Richtig geil. Ja, so eine Mini ist es nicht, ja. Aber es ist schon echt eine kleine. Für dich 1,95 oder so, dann ist es echt krass. Es wird total bescheuert werden. Aber erzähl mal, was denn, das hier ist Sörens, ne? Genau, das ist Sörens, das ist eine KTM 96 SMCR. Hier haben wir eine Husqvarna TE 300, Zweitakt, Viertakt, da natürlich die... Hier Simson, aber wo du jetzt gerade gesagt hast, Motocross, ist das natürlich mega. Ne? Also 300 Kubik Zweitakt ist absolut pervers. Geil. Das geht nach vorne, hat auch einen geilen Sound. Sollen wir mal kurz anmachen? Machen wir wieder an. Ja. Im Gelände so, immer Zweitakt, Freunde. Richtig wie das Standgeräusch dumm, 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 schön idle ist, weil es ist ein Einspritzer.
Einspritzer Zweitakt. Ja, Zweitakt sowieso im Gelände, die durchzieht. Ah, ja. Ich mal. Ja, man kann es leider für euch nicht riechen, ne? Aber es ist so geil. Ich liebe auch den Geruch. Das ist das Geile am Motorradfahren. Ne? Das hast du beim Autofahren auf der Rennstrecke, kommt es so ein bisschen, aber selten. Und beim Motorradfahren, ich liebe es wirklich. Und da hast du noch eine Sinsorn, ne? Ja, die muss aber noch ein bisschen gemacht werden. Ist das deine neue? Das ist meine neue, genau, meine neueste Errungenschaft. Ist jetzt natürlich noch so ein bisschen, ach so, ja, anders lackiert. Da machst du noch was, ne? Ja, auf jeden Fall. Also die wird nochmal, optisch wird die komplett überarbeitet. Ich muss auch technisch noch ein bisschen was machen, weil die halt läuft wie ein Sack Nüsse. Wirklich, also die läuft echt ganz schön scheiße. Ich meine, Sinsorn bin ich noch nie gefahren, ne? Aber können wir heute wahrscheinlich machen. Weil Lukas kommt ja später noch und der will die auf jeden Fall Probe fahren. Also wir müssen die zum Laufen kriegen. Ja, vielleicht wird man das dann in der einen oder anderen Instagram-Story sehen. Dann haben wir ja zwei Bikes, die wir nachher in Schwung bringen müssen. Ja, oh Gott, das kann ja was geben, ey. Aber ich bin echt gespannt, ob meine Vollcross wieder anspringt. Wie gesagt, ewig nicht angewiesen. Ich habe keine Ahnung, welchen Zustand die ist. Ich bin gespannt, ob du und der gute Mann aus der Werkstatt die gleich hinkriegen. Ja, wird das Beste geben, oder? Sehr cool. Also Freunde, mega. Lass uns endlich ins Auto springen und let's go. Let's go. Moin. Moin. Na, alles gut? Hier Moin. Immer die ja, Mike, ja. Und wenn der nun Bremsenreiniger kriegt, dann kriegt er ja volle Granate. Nicht, dass er gleich einen Kolbenfresser kriegt. Ich wollte gerade sagen, er sagt der Kolben tschüss. Ja, aber ich meine, erste starten und wenn er dann den alten Sprit noch wieder nimmt, kann man versuchen. Aber am besten dann raus. Ich weiß nicht, hat er 5 oder 4 Gänge? Boah, frag mich nicht. Ich würde sagen, musst 4. Du doch wissen. 4. Wir sagen bist 4. Du damit gefahren? Ja. Das ist doch 15 Jahre her, oder? Na und? Ja gut, wir werden es gleich rausfinden. Kann man ja ganz easy checken. Mich hat gestern jemand angeschrieben, vor 70 Jahren sind wir zusammen in die Schule gegangen. 70 ist ein bisschen lang, oder? Ja, das waren 60. Aber geil. Steht da hinten in der Ecke, ne? Wir haben es von draußen schon so leicht gesehen. Ja, da steht sie. Oh. Da steht sie. So, Gordian, da werden noch Erinnerungen bei, oder? Die steht ja bei mir ja schon fast hin. Ja, ich sag ja. Ich finde die ist schon verbrannt durch, die Sitzfläche ist ja verbrannt durch die Sonne. Ach, wir haben uns nämlich gefragt, warum die so scheiße aussieht. Erstmal aus der Ecke raus, damit wir ein bisschen Platz haben. Ja, damit Freunde, bist du da damals rumgedüst, ne? Damit bin ich rumgewiss, kann man sagen, 60 Jahre. Geisteskrank, das kann ich nicht. Das ist ja steinhart, ne? Ja. Das bricht auch direkt. Oh. Ja, das ist doch logisch, das reißt. Ja. Das wird hart. Ist das verrückt. No, das ist normal. Ja, aber zum Fahren reicht das doch. Das ist nix, Guck mal, das hier brauchen wir, solange das funktioniert. Reifen. Also, du bist sicher, dass da echt ein bisschen Sprit drin ist in der Leitung hier. Kann ich draufsetzen, ohne dass ich das mal einfach draufsetzen, Gordian. Sei mal nicht so zimperlich. Also wenn der Reifen Rippe hat, dann könnte ich einen Besen. Links rum, ja. Links. Nein, ich dreh. Links. Ich hol Schwung. Hallo. Hallo. Ich will nur Schwung holen. Eigentlich brauche ich gar nicht das alleine, oder? Ja, ich auch. Ja. Mach mal einen Gang rein. Oder willst du den Gang so reinballern gleich? Eigentlich will ich den reinballern. Okay, gut. Dann nach ich oben. Nach oben. Was? Das kann nicht wahr sein. Ja, das war richtig nah dran, ne? Das kann nicht wahr sein, die Bahn. Ja, aber das sieht halt wieder aus hier. Nach oben. Ja, haben wir. Dann noch Ohren. Ist das geil. Also? Jo, was ist Step 2? Benzin rein. Dann eben müsst ihr den Vergaser ausbauen, den Lauch rauslaufen lassen, das rausmachen und dann neuen Sprit rein. Okay, bis hierhin hat das Ganze Spaß gebracht. Ja, das ist ja. Ist denn der Spritter überhaupt offen? Oder hat die keinen Spritter? Doch. Er hat doch Gas gegeben, die hat keinen Schoker bin ich. Doch, hat sie alles, ist aus. Die haben sie jetzt aufgemacht und schon. Jetzt, aber vorher nicht. Nee, war zu. Ja, dann lass uns das nochmal versuchen. Ja, den habe ich auch aufgemacht. Dann brauchen wir nochmal einen Schuss Bremsereiniger. Ja. Mach mal keinen so. Deswegen, dass du dir am Gas hältst. Ja, das probier ich.
hat sich ja schon ganz gut angehört. Boah, aber ich glaube, ein bisschen Frühsport, David. Ohne Scheiß, also sie lief ja. Das ist das Ding. Ich glaube, das einzige Problem ist einfach, dass kein richtiger Sprit vorhanden ist. Oder die Leitung zusitzen. Aber dass sie überhaupt angeht, ist schon mal mega gutes Zeichen. Ich meine, das Ding stand jetzt hier wirklich über 10 Jahre. Ne? Ja. Das ist geil. Also, lass uns das Ding mal... Ich meine, klar, wenn du den langfristig fahren willst, musst du mal... Ich mach mal wieder hier alles dicht. Musst du natürlich ein bisschen was ändern. Ne? Aber um das jetzt mal anzuschmeißen und einfach mal ein bisschen am Spot ein bisschen hin und her zu fahren, glaube ich, kriegen wir das vielleicht auch so hin. Das Sound ist schon echt geil. Ja, ja, der ist brutal. Wenn du den vorhin hörst, das, der hat ja nichts drin. Ne? Das ist ja nur für die Strecke vor 15 Jahren gewesen. Und du konntest machen, was du willst. Ne? Wahnsinn. Ja, geil. Wahnsinn. Ja, also, Freunde, ab zum Bus. Packen wir das Bike ein. Ne? Einladen. Let's go. Mega. Passend zum Pitbike. Hast du es drin? Tschüss gesagt. Nee. Sollen wir machen? Ja, aber okay. So, Freunde. Geht's? Fällt dein Auto auseinander? Ja, Alter, ey. So, Freunde, wir wollen jetzt einkaufen. Ein bisschen Benzin gekauft und ein bisschen Öl. David ist schon in seinen Bus gesprungen und holt das kleine Bike raus. Ich feiere das ja einfach. Das sieht so geil aus. Ich hoffe, es springt gleich an. David, was meinst du? Kriegen wir die Kiste an? Boah, also ich bin halbwegs zuversichtlich, aber ich glaube, die wird nicht lange laufen. Nee, wieso? Ja, die 8 Jahre Stand. 8 verdammte Jahre. Die ist vollkommen. Guck mal, die passt ja zu deinem Outfit eigentlich, ne? Boah. Ja. Schon. Ich bin der offizielle Fahrer. Oh Gott, aber die sieht sportlich aus. Ja, die ist auch geil. Die ist auch sportlich. Sieht nicht so aus. Ja, ein richtiges Fahrwerk hinten. Das Einzige, was das Problem ist, ist natürlich, dass das durch die Sonne und so ein bisschen alles ausgeblichen ist und irgendwie sehr porös ist. Aber wir haben sie vorhin einmal kurz angekriegt, aber sie ist halt leer mit Benzin, also kein Benzin mehr drin und so. Das funktioniert schon. Aber die stand 12 Jahre, ne? Freunde, es ist arschkalt, aber was tut man nicht alles, um dieses geile Teil mal wieder Kann sein, dass die Kamera ein bisschen wackelt zwischendurch, aber... Frierst du schon, oder was? Ja, ist kurz vor Taubheit in den Fingern. Wir wollen uns mal aber nicht so anstellen jetzt heute, ne? Ich meine, wir stehen hier schon... Alter! Wir stehen hier schon im Windschatten, wollte ich gerade sagen, also... David ist gerade... Ich glaube, er ist Mathematiker. Sieht nicht so aus, aber naja. Ja, oder? Also 100 Milliliter, Herr Matzen. Alter. Kannst eigentlich nur so Pi mal Daumen machen. Ja, ja. Ja, aber nicht zu viel. Sag mal, saugen? Klar. Ich bin schon lange nicht mehr hätte gesehen. War doch leer. Gut. Bist du drauf? Soll ich probieren, oder was? Ja, komm. Setz dich erstmal drauf. Choke und so weiter, beziehungsweise Benzin dann alles auf. Mal gucken. Okay, gut. Ich schieb dich wieder an, ne? So, Versuch 1. Gescheitert. War schon mal nix. In die Richtung, oder was? Ja. Nach vorne, gegen den Wind. Nach den ganzen Jahren Spritleitung zu, da kommt dann gar nichts mehr durch. Aber ein, zweimal können wir noch versuchen.
war doch schon mal ein krasser Fortschritt, oder? Also der Motor läuft, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leitungen irgendwie zusetzen. Weil ich habe ja gerade die ganze Zeit gesprüht, das heißt, dass sie lief, liegt einfach hier an dem Zeug. Ja, weil das alles dicht ist und es nicht durchkommt, ne? Genau, man müsste den Vergaser reinigen, Ultraschall reinigen, einstellen lassen und dann denke ich, dass das Ding rennt. Aber der Sound, den konnten wir ja hören, der war krank, ne? Fucking. Ich habe ja gedacht, das Ding ist lauter als deine Sunson. Ja, hätte ich nicht gedacht, aber es ist wirklich lauter. Es ist ultra laut. Ich fahre ja auch, ich habe so Bock damit zu fahren. Ganz ehrlich, das ist halt viel zu klein für uns, ne? Aber wie geil ist das, wenn du mal zum Beispiel da schwenkst oder mal rüber. Wenn man mal so ein geiles Gelände hat, damit ein bisschen rumbrettert oder irgendwie Scheiße macht mit diesem Bike. Habe ich richtig, richtig Bock darauf. Kommentiert mal, was ihr dazu sagt und ob David und ich das Ding nehmen sollen und wieder in Schwung bringen sollen, oder? Ich hätte echt Bock drauf, wirklich, ja, weil es ist halt auch so Nostalgie und es hat irgendwie auch eine Story. So, das ist dein altes Bike, damit bist du, als du klein warst, rumgefahren und deswegen ist es irgendwie cool, wenn man das wieder zum Leben erweckt und dann damit fahren kann. Ja, also, ich finde es auch richtig geil. Ich mega. Ich habe auch richtig Bock, ich habe schon gesagt, ich glaube, es ist ja auch gar nicht so viel Akt, da jetzt so ein paar Sachen mitzumachen, um dass es einfach wieder läuft. Ne? Ja. Wenn es gefahren wird, ich glaube, kriegt es auch irgendwann nochmal einen Sitz. Aber Jungs, boah, das ist so richtig in Erinnerung, ne? Wahnsinn, ja. Ich kann mir das nur irgendwie vorstellen, wie das für dich sein mag. Da bin ich halt echt als 14-, 15-Jähriger durch die Gegend geheizt und durch irgendwelche Crossstrecken gefahren. Hoffentlich und nicht über die Straße. Nee, natürlich nicht. Ich bin nicht so der, habe ich ja schon mal zu dir gesagt, ich bin nicht so der Motorradfahrer, der richtig Bock hat, einfach mal auf der Straße zu fahren. Ich habe Bock auf Enduro, ich habe Bock auf Vollcross, also irgendwie über Gelände fahren und ich hoffe, das machen wir auch irgendwann mal nächstes Jahr zusammen. Ich habe mega Bock drauf. Da haben wir ja schon und wenn wir die nicht gesprochen. Zum Laufen kriegen, dann ist so meine 300er. Okay, und du schießt mich an. Ja. Also Freunde, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ein kleiner Recap, was ich früher so gemacht habe. Und ich habe ja schon gesagt, ein bisschen mehr Motorrad-Content wird es auch in Zukunft geben. Und insofern, Freunde, was passt am besten als Abschluss mit einem Motorrad? Wie immer, genießt die restlichen Tage. Und das Allerwichtigste, geht steil! Just like you've heard it, single wonderful point times, there's a little bit of a